Verdammt! Es ist viel zu spät, um jetzt noch ein Video aufzunehmen. Was kann ich bloß tun, um meine über 200.000 Abonnenten glücklich zu machen? Ready! Das ist es! Hast du von PewDiePie geklaut? Komm mal nochmal den Maul jetzt. Was bisher geschah? Ach, jetzt darf ich Nacht 2 anfangen. Nein. Freunde, wie es in Nacht 2 weitergeht, das sehen wir im nächsten Video. Warte mal, was hat er jetzt gesagt? Ich glaube, ich habe es nicht ganz verstanden. Ich weiß nicht, ob hierzu noch mal ein Video kommt, weil das Spiel ziemlich kaputt ist. Hab ich doch richtig gehört. Faktenzeit. Nachdem wir mit diesem Game schon sehr viel Spaß... Kein Spaß. Hatte ich nun vorhin wortwörtlich die Zeit meines Lebens. Wir wollten für euch einfach nur eine schöne Folge Final Nights rekorden, nicht wahr? Und uns freuen über diesen Spaß. Ich habe allerdings den Spielstand bis zur Nacht 2 noch auf dem Predator-Laptop. Mit Predator Helios 300! Und durfte deswegen hier ab Nacht 1 nochmal anfangen. Hab es sage und schreibe 2 Stunden lang probiert. Hab alles richtig gemacht. Hört auf zu lachen. Ich schwör, Alter, ich muss zum Psychiater. Und Freddy, der alte Huch, kam einfach nicht. Der kam nicht. Leute, ich schwör, ich hab den von Raum zu Raum gelockt. Hab immer schön fleißig den Alarm gebimmelt. Ja, alles, was von mir verlangt wurde. Und nie in diesen 10 Versuchen ist auch nur einmal an meiner Tür aufgetaucht. Das Spiel ist so broken, dass ich das hasse. Deswegen wollte ich für euch eigentlich ein Game recorden, was nicht broken ist. Beispielsweise Evil Nun. Hab dafür sogar schon ein Intro aufgenommen und hab's dann... tatsächlich nochmal probiert, in Final Nights die Nacht 1 zu schaffen. Hört auf zu lachen. Und sieh da, alles klappt wunderbar. Ich habe genau das gleiche gemacht wie vorhin. Kleiner Tipp also für dieses Spiel, falls ihr mal an irgendeiner Stelle nicht weiterkommt. Bleibt ganz ruhig, schließt dieses Spiel, startet es nochmal neu und ihr werdet das Wunder erleben. Genau das gleiche gemacht vorhin. Hey, ich mach das hier nur für euch, ja? Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Danke sehr. Aber ich schwöre, ja, noch ein einziger klitzekleiner Bagger und ich pinkel den allen in ihre rostigen Eingeweide. Hoffe, dass sie krepieren, veranstalte eine Trauerfeier, lade die ganze Freddy-Family ein und wenn sie dann den Sarg runterlassen, dann rotze ich nochmal so einen richtig schönen Gelb-Grün hinterher. Das kann ich euch aber versichern. Hey, hey, hey. Hi. Good to see you're still sticking around. Ja, ach, ich freue mich auch. Nobody caused you trouble last night. Nein, ich hatte keinen Ärger letzte Nacht. Und die 10 davor auch nicht. Frag bitte nicht. Okay, same procedure as every year. Wir müssen nur nach Puppet Ausschau halten. Die ist nämlich heute Ehrengast, hat einen kleinen Fehler im System und taucht immer mal auf. Wie beispielsweise jetzt schon exemplarisch bewiesen. Dankeschön für die Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren. Das ist übrigens das Stichwort, denn die will Puppet auf jeden Fall genießen. Und zwar unsere... weiß, ich kann mich glücklich schätzen, ich komme aus der Freude gar nicht mehr raus. Und soweit ich das richtig verstanden habe, wenn wir sie in der Kamera beobachten und ihr diese Aufmerksamkeit schenken, dann sollte sie das verlangsamen, bis sie sich auf den Weg macht zu uns oder während sie sich auf den Weg macht oder weiß ich nicht. Gibt es auch die Option, sie in die Fresse zu latschen oder das wäre auf jeden Fall mal ein Abenteuer. Und nebenbei muss ich mich natürlich noch um die anderen Gesellen hier kümmern. Das wird eine Freude. So, probieren wir es jetzt nochmal mit Freddy. Wart mal. Nee, wart mal. Wart mal kurz eine Sekunde. Wir müssen das hier nochmal kurz abklären. Du kannst auch ruhig in deinem Theaterstützpunkt-Taubquartier-Dingens da bleiben. Nee, ist absolut kein Thema. Freunde, ich habe das merkwürdige Gefühl, dass Angucken es nicht sonderlich bringt. Oder ich meine, die sieht nicht, dass wir sie auf der Kamera beobachten. Oder? Nur so eine Vermutung. Kann mich natürlich auch furchtbar irren. Nein, was weiß ich schon. ja? Herein? Moment mal. Freddy steht noch da. Kann auch Bonnie gewesen sein. Kann auch sein, dass ich gleich sterbe. Wäre aber auf jeden Fall absolut nichts Neues. Jetzt kommt hier nicht mehr hier jemand besuchen? Oder was ist hier los? Hallo? Oh no. Das sieht schon wieder richtig nach einer Ladung Exkremente aus, was ich hier veranstalte. Es tut mir leid. Das Gameplay ist nicht gerade von Skill geprägt. Habt ihr eventuell schon mitbekommen. Oh, du. Ich hätte lieber deinen Bruder mit den kürzeren Ohren gern gesehen, aber du tust es auch. Apropos, wo ist denn der Gesell eigentlich hier hin? Moment mal. Oh, cool. Hey Freddy, weißt du, wer ein bisschen Aufmerksamkeit will?
Puppet. Oder deine Mutter. Oder die ganze Freddy-Familie auf deiner Trauerfeier, nachdem ich deinem Sarg nachgerotzt habe. Ach Leute, Experten wissen, das ist doch überhaupt nicht schlimm hier. Das ist doch gar kein Thema. Das ist doch bloß Puppet, die hier ein bisschen Zuspruch haben will für ihren bevorstehenden Boxkampf, richtig? Sieht sie zumindest aus. Ah ja, wir kriegen Gesellschaft. Ich meine, wenn er schlau wäre und Zeit sparen möchte, dann könnte er auch durch die Gänge rennen. Aber nee, er benimmt sich halt wie ein Kuhfladen. Ist in Ordnung. Ach, wir müssen Puppet angucken. Moment mal. Ha! Zu spät! Ha! Ich bin tot! Oh, da ist sie! Das ist gar nicht gut. Moment mal, wir müssen Fredbear hier hinlocken. Und gleichzeitig immer da bleiben. Na, vielleicht nicht da den Alarm. Moment mal. Na doch, doch. Jetzt können wir hier zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir können hier ins Angesicht schauen, was wirklich ein großartiges Vergnügen ist. Und gleichzeitig Fredbear anlocken. Das Problem ist, durch ihr bescheuertes Spielzeug, da sehe ich nicht, ob er überhaupt in diesem Raum ist. Wir können nur gucken, ob er sich bewegt. Ja, er bewegt sich, alles klar. Der hat gar keine andere Wahl, als hier hinzukommen zum roten Licht. Wie so eine Schmeißfliege. So, ich glaube, er steht da. Ja, ich sehe den Handschuh. So, jetzt können wir... Jetzt müssen wir hier immer wechseln. Verdammt, wie schnell ist die denn? Wie lange müssen wir das machen? Oh nein, es steht im Makadron. Wir müssen hier immer hin und her. Ist das die Strategie? Alles klar. Alles klar, er ist da drin. Ne, das ist Bonnie. Das ist Bonnie. Okay, Fredbear ist auch da. Okay, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Okay, zurück und Spam. Sollte klappen. Das habe ich schon die 20 Male davor auch gesagt und es hat nicht funktioniert. Aber es sollte klappen, Leute. Wir verlieren unseren Optimismus nicht. Ich hoffe jetzt einfach mal, das klappt, ohne dass ich Puppet anschaue, weil das wäre wirklich ein absolutes Ärgernis und ich weiß nicht, wie ich das sonst machen soll. Okay, er kommt. Ich hoffe, es ist Fredbear. Bitte lass es Fredbear sein. Nee, es ist Bonnie, ne? Nein! Ich klingel das weiter. Ich gebe halt keinen Scheiß. Mach doch, was du willst. Ja, zeig mir ruhig deine Beißerchen. Ich bin hier weiter fröhlich am Bimmeln. Da kannst du überhaupt nichts machen. Bonnie, warum nimmst du nicht deine Ohren und schiebst sie dir in den... Irgendetwas stimmt mit Hasi nicht. Alter, ich bin hier die ganze Zeit und bimmel das Ding 5 Minuten lang. Wieso funktioniert das nicht? Okay, Puppet ist jetzt hier unten in der Küche. Ist schon ein merkwürdiger Weg, wenn sie von da unten zu mir möchte. Ich sag's bloß. Ist schon wieder nicht Fredbear. Ich glaube, ich weiß, was das Problem von diesem Spiel ist. Wenn Bonnie und Freddy zusammen in einem Raum sind, also in dem gleichen, dann überdeckt Bonnie den Command, also den Prompt oder wie soll man das sagen, von Fredbear. Und dann funktioniert das nicht. Ich kann ihn gar nicht mehr finden jetzt hier, oder? Ich glaube, der ist weg. Ich glaube, der ist schon am Stromkasten oder so. Okay, passt auf. Nur mal eben eine Version uncut, damit mir niemand ans Bein pinkeln kann, okay? Und bitte schreibt nicht in die Kommentare, guck mal bei dem und dem YouTuber vorbei und hol dir Tipps, weil das bringt nichts. Sie machen das alle genau so wie ich. So, wir gucken jetzt auf Puppet, weil das müssen wir, damit wir sozusagen seinen Weg verzögern. Solange wir den anschauen, desto langsamer bewegt er sich von Raum zu Raum sozusagen. So, Fredbear ist aufgewacht. Das sehen wir sozusagen, wenn der Bildschirm hier verkrisselt und verglitscht. So, der müsste jetzt auf dem Weg sein. Puppet hat sich bewegt, ist jetzt in Raum 2. Genau. So, wir müssen jetzt hier klingeln, bis Fredbear vorbeikommt. Der sollte auf dem Weg sein. So, Bonnie ist nämlich auch los. Passt auf, der kommt gleich um die Ecke. So, da ist er. Jetzt klingeln wir hier. Nämlich in Raum 2, wo Puppet ist, gucken sie gleichzeitig an. Warten drauf, dass Fredbear da hingeht, weil der Raum hier ist in der Nähe. Wenn ich Raum 1 klingle, sozusagen um die Geschwindigkeit zu erhöhen, wie Fredbear zu mir kommt, hört er das nicht, weil der Raum zu weit weg ist. Warum auch immer, es ist einfach so. Es gehen nur die Räume in, ja, relativer Nähe. Also Giftshop und Arcade geht zum Beispiel auch nicht. Da, das hört er ebenfalls nicht. Fredbear ist weg. So, da kommt er rein und Bonnie kommt auch nach. Pass auf, jetzt gehe ich in Raum 1. Das müsst ihr noch hören. Das sollte alles bis jetzt noch funktionieren. Okay, Puppet ist im Arcade-Raum. Zack, habe ich nicht gesagt. So, und Fredbear müsste auf dem Weg hierher sein, genauso wie Bonnie, der ein bisschen schneller ist. Das heißt, er ist wahrscheinlich eher im Raum. Genau. Alles klar. So, wenn ich jetzt hier weiter klingle, sollte Fredbear ebenfalls hier auftauchen. So, easy. So, jetzt klingle ich hier ein paar Mal. Na, zum Anfang wurde ja gesagt, es soll 3-4 Mal klingeln. Eigentlich 2-3 Mal, glaube ich. Und dann sollten die sich auf den Weg machen. So, Fredbear rührt sich nicht. Bonnie macht sich auf den Weg. Und der wird auch nämlich gleich kommen. So, passt auf. Okay, Fredbear macht sich auf den Weg. So, passt auf. Bonnie müsste aber der Erste sein, der bei mir ist. Und Fredbear ist
dann vom Erdboden verschwunden und sobald Bonnie den Raum verlassen hat, macht er den Strom aus. So war es bis jetzt immer. Jetzt können wir nochmal gucken, ob sich Fred bei hier irgendwo befindet. Wir können in der Zwischenzeit mal noch Puppet angucken, die ist in der Küche. Genau, jetzt nicht mehr, jetzt müsste sie hier irgendwo sein, genau da ist sie. Okay, das müsste jetzt Bonnie sein, wetten? Wenn es jetzt Bonnie ist, ja, dann haben wir verloren. Ihr habt gesehen, ich klingle in dem Raum wie ein Verrückter. Sogar mehrfach. Ich spamme das nicht zu doll, was halt kein Problem sein sollte. Und ich spamme es nicht zu wenig. Es wurde gesagt, klingelt 2-3 Mal und er kommt. So, pass auf. Bonnie ist weg. Wo Fredbear ist, keine Ahnung. Der ist wie weggeglitscht. Das kann mir noch kein Mensch erzählen, dass das geplant ist. Und jeder YouTuber macht das so. Die führen Fredbear von Raum zu Raum. Teilweise habe ich es jetzt mit Umwegen probiert. Ihr habt es ja gesehen, ich schneide das alles rein. Also die Male, wo ich verloren habe. Oder vielleicht nicht alle, aber ein paar, damit ihr ungefähr seht, dass ich es oft probiert habe. Führen den über den Puppetraum, dass er ein bisschen langsamer ist als Bonnie. Klappt aber nicht. Weil der checkt es nicht, von dem Puppetraum in den Raum 2 zu gehen. Da kommt er irgendwie durcheinander, geht wieder zurück in Arcade und geht dann unter in den Giftshop oder sowas in der Art. Ich habe das alles 1000 Mal ausprobiert. Es funktioniert nicht. Das Spiel ist kaputt. Es ist broken. So. FNAF lebt davon, dass es Animatronics gibt, die auf eine ganz bestimmte Art und Weise funktionieren. Nicht anders. Die funktionieren hundertprozentig genau auf diesem Weg. Das hier ist super RNG und es ist super komisch gemacht. Fredbear kam nicht ein einziges Mal. Von nur an dem einen Versuch, wo ich Nacht 1 mal geschafft habe, vorhin, keine Ahnung, was da geklappt hat. Die zwei Stunden, fast zwei Stunden, wo ich es am Anfang probiert habe, heute früh, hat es nicht funktioniert. Jetzt, ungefähr 1,5 Stunden probiert, nicht ein einziges Mal kam der. Er kam nur einmal heute von, was weiß ich, 25, 30 Versuchen. So. Ich bin nicht an Puppet gestorben, ich bin nicht an Bonnie gestorben. Es ist einzig und allein die Sache, dass der nicht gekommen ist und ich nicht weiß, wie ich das machen soll. Und ich habe andere YouTuber in der Zwischenzeit geguckt, ich hing hier immer am Handy, vielleicht hat man das irgendwie gesehen. Hab das angeguckt, hab geschaut, wie die das machen. Ja, genauso. Und bei denen klappt es aber, dass Fredbear kommt. Die rocken die Nacht easy durch. Das ist, die brauchen da kein zwei Versuche, drei Versuche, so. Das geht super schnell. Ich kann mir auch keine andere Version runterladen, weil das ist die aktuellste. Es gibt keine andere Version. Und das würde heißen, dass ich halt nochmal Nacht 1 machen muss. Und diese Zwischensequenz von Nacht 2, also zu Nacht 2, die halt super ätzend ist, wie wir im letzten Video gesehen haben. Und ganz ehrlich, das Spiel könnte so gut sein. Es könnte halt so viel Spaß machen, weil es ein interessantes Konzept ist mit diesen ganzen, ja sozusagen, Zwischenleveln, mit diesen Minigames. Aber momentan schafft es nicht mehr, als komplett unsere Zeit und vor allem meine zu verschwenden, so. Und das Schlimme ist, auch eure, weil ihr guckt euch das an, erwartet, dass ich weiterkomme und es funktioniert nicht, weil das Spiel absolut für den Hintern ist, so. Sorry, ist so. Ich komme hier nicht weiter. Das ist das allerletzte Video zu diesem Game. So, ich habe keinen Bock. Das macht halt null. Das macht nicht Spaß. So, ich sitze hier stundenlang rum, probiere das und mir steht's bis hier. So, sorry und ich habe keinen Bock, irgendwie getiltet zu sein. So, ich will halt irgendwie gute Laune mit meinen Videos verbreiten. Ich glaube, ich habe das Intro auch ganz spaßig hingekriegt. Von daher, es gibt auf jeden Fall was zu sehen. So, von daher lade ich das auf jeden Fall hoch und ihr wisst Bescheid und ihr wisst, was los ist. Und ja, okay. Nach dem Spiel braucht bitte keiner mehr fragen. Aber es gibt so viele andere FNAF-Games. Es gibt gute FNAF-Games, es gibt FNAF-Fangames, die funktionieren. Und die werden wir uns auf jeden Fall angucken. Also, seid nicht traurig. Wir verpassen jetzt halt das. Wahrscheinlich sowieso auch gar nicht so viel. Ich weiß nicht, wie die Zwischenlevel sind, aber die Nächte ist immer das gleiche, wie jetzt hier gesehen, nur halt mit noch mehr Animatronics. Und ja, sorry. No way. Nicht mit mir. Wir sind raus an der Stelle. Da bin ich jetzt auch ein bisschen froh, ehrlich gesagt. Ja, weil ich nicht wüsste, wann ich wieder Lust hätte, das Game zu starten, ganz ehrlich. Jo, selbst wenn ich es geschafft hätte. No way. So, Freunde, wir sehen uns im nächsten FNAF-Fangame. Das kommt bestimmt. Ich mag ja nicht das Genre nicht mehr oder so, sondern einfach nur, das Spiel ist halt broken. Es funktioniert nicht. Easy. Habt ihr gesehen? Haben alle geschnallt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen. Trotzdem, Dankeschön für eure Geduld. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.